Oh, aber gar nicht mal so eine schlechte Taktik, um ehrlich zu sein. Boah! Willkommen zu einer Runde Bad Wars auf meinem Kanal. Heute auch mal ein Kyudo. Und das ist das vorletzte Mal, wo ich das hier sagen werde. Denn ich werde sicherlich kein Kyudo nochmal bringen, wenn ich auf Rebi in 3 Tagen entbannt bin. Ja, ihr seht, was ist das jetzt? Hä, hey, what the fuck? Warum ist da hier die Uhrzeit? Und warum sehen wir jetzt, was er macht? Und warum ist dann F? Ja, F ist F5, nur so. Und nochmal zur Info, ich spiele nie mit Forge, mit Lady Mod, sondern immer mit Forge. Das hat so seine Gründe. Meine Hacks sind nämlich besser dann. Spaß beiseite auf jeden Fall. Sein Skin ist gar nicht creepy. So bekifft er bei Quadrix, alles klar. Ja, Grüße. Auf jeden Fall spiele ich ja mit Forge. Mir gefällt Lady Mod nicht mehr so und ich habe noch die kompletten Mod-Settings, aber nicht die Lady Mod-Settings. Deswegen sorry, wenn das hier so komisch eingestellt ist mit dem Text und so weiter. Auf jeden Fall habe ich einen großen Penis. Habe ich unten die Keystrokes schon mal vor einem halben Jahr oder so eingestellt und das kann man auf meinem alten Kanal, könnte man es sehen, aber jetzt habe ich ja hier gerade die Videos auf privat. Und übrigens dieses Lady Cape hier, die Person guckt mich höchstwahrscheinlich nicht mehr, aber die Person, die soll ich angesprochen fühlen. Es war auf jeden Fall richtig nett von der Person, dass er das gemacht hat. Und ich würde auf jeden Fall gerne mal das Baddy bekommen. Perfekt. Der Typ hat auch irgendwie Luck. Ich verstehe das nicht, aber egal. Ich meine, mich sollte es ja nicht jucken, wenn dann euch, weil es ja vielleicht langweilig ist, wenn ich nichts mache in der Runde. Wie viel kosten Cobwebs hier? Oh, Leute, er kriegt mich immer im Sprung. Immer. Wisst ihr, was ich meine? Immer. Er kriegt mich immer wieder im Sprung. Das nervt mich hier gerade extrem. Aha, aha. Kannst du bitte weggehen? Bitte. Ja, okay, mehr Luck kann man gar nicht haben. Feuerstein. Ja. Mann, der hat gar keinen Knockback bekommen. Ja, du bist ja auch scheiße. Ja, 2. Runde, ne? Hier eben die Zwischensequenz. Die war sehr nötig. Das war eigentlich nur, um die Spannung zu erhalten. Ja, Spannung natürlich. Okay, der Typ war ziemlich schnell. Können wir aber auch, ne? Können wir doch auch. Genau. Hat doch geklappt. Perfekto. Ach, das ist der von eben. Ja, der hat mich eben in der Aufnahme getargetet. Habe ich jetzt nicht reingeschnitten, weil es genervt hat. Der hat auf jeden Fall Reducer. Doch, okay, cool. Konnte ich kein Bett setzen. Mein Bett ist weg. Dritte Runde, neues Glück. Lol. Spiele ich hier 1 gegen 1? Hallo. Okay. Perfekt. Das reicht sogar noch. Ja, um auf jeden Fall das Videothema abzuschließen. Ich habe bald die 1K. Und Lady Mode, schreibt mal eure Meinung auf jeden Fall dazu in die Kommentare. Würde mich jetzt ernsthaft wirklich interessieren. Denn. Okay, er hat noch gar nichts gebaut. Perfekto. Denn es ist halt schon so ungewohnt, jetzt schon mit Labyman zu spielen, allein dadurch, dass ich hier dieses Cape habe, weil ich habe das ja normalerweise nicht. Das wurde mir auch gekauft. Mir wurde generell alles bei Labyman gekauft, auch damals die Flügel und so. Und Grüße an Z-Hype, den soll ich jetzt aber auch pushen, finde ich, weil der hat mich letztens gepusht und hat mir dadurch das Minimum 10 Abos gebracht. Das wisst ihr ja bereits. Aber nochmal, um zu sagen, Z-Hype, danke sehr. Kriegst auf jeden Fall Push zurück, ne? Könnte sein, dass das Video hier länger wird, wenn nicht, dann ignoriert diese Aussage, da ich jetzt 3 Runden zusammen cutte und ich möchte jetzt zum Beispiel nicht die 2. weglassen, nur weil die scheiße war. Denn ich habe ja ganz ordentlich angesprochen. Ja, Grüße auch an Grüner Klaus, du hast diesmal gegen mich im 1v1 geschafft. Ich weiß, dass du das hier nicht sehen wirst, aber grüßen kann man ja nochmal, ne? Was macht er? Will er mich aufhalten? Suicidet er sich? Ja, er suicidet sich, okay. Geh ich mal auf Stomp, oder? Boah, aber gar nicht mal so eine schlechte Taktik, um ehrlich zu sein. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das mit Lady Mod findet. Ich mag's halt. Also ich werde mich jetzt nicht ändern von meinen Mods her, nur für euch. Das ist mir dann doch zu viel, denn ich mag Lady Mod momentan überhaupt nicht. Und daher spiele ich mit Forge. Müsst ihr verstehen. Können wir den so kriegen? Ja, oder? Müsste jetzt mal ohne Fail klappen. So, perfekt. Dich haben wir und unwalken. Ja, klappt. Perfekt. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und macht mal die 1K voll. Kommt schon, Leute. Das muss doch jetzt mal sein. Hier, komm schon.